So Leute, da bin ich wieder zurück zum nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Im letzten Part haben wir dieses Grab hier abgeschlossen. War meiner Meinung nach eines der leichtesten Gräber. Ich weiß nicht, wie es da anderen geht, aber für mich, glaube ich, war das vielleicht sogar das leichteste. Aber es war wie immer cool. Und ja, jetzt schauen wir, dass wir hier wieder rauskommen. Und zwar schnell. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich nochmal hin? Okay, wir müssen hier rüber. Da reise ich auf jeden Fall von dem Lager zu dem hier. Weil es eben dann viel schneller geht. Als wieder alles zurück zu latschen. Es würde nur unnötig Zeit in Anspruch nehmen. Aber es hat sich, glaube ich, auf jeden Fall gelohnt, erstes Mal das Grab zu besuchen. So. Aber erstmal müssen wir jetzt hier wieder rauskommen. Nein, nein, nein. Lara. Du sollst doch nicht nach rechts springen, sondern nach oben. Naja, gut. So, jetzt passt's. Dann hier noch hoch, weil hier ist es zu glitschig und zu steil. Da kommen wir nicht hoch. Zack. Und springen. Nice. Ich finde das hier irgendwie so cool mit den Wurzeln hier. So, dann hier drüber. Gott, oh Gott. Müssen wir hier auch wieder hoch. Okay. Aber der Weg ist schon ziemlich krass, den man hier gehen muss. Oh. Nein, nein! Ja. Ich dachte, ich kann da hinspringen. Scheiße. Moment, wo bin ich denn jetzt hier? Ach so, ich hätte... Nee, wo hätte ich denn hier hingemusst? Ich muss ja schon hier rüber, ne? Also ich hätte da hochgemusst, ne? Ja, alles klar. Ups. Sorry, das habe ich gerade nicht gesehen. Alles klar. Dachte ich kann da stehen. So, jetzt aber. Und schon sind wir wieder beim Basislager. So. Haben wir eigentlich einen Fähigkeitenpunkt bekommen? Ja, haben wir. Nice. Den werden wir gleich mal nutzen. Schrotflinten-Experte. Führen Sie eine Schrotflinten-Exekution auf kurze Distanz aus und verbessern Sie die Chance, Brandwunden zum Verfeinden zu erbeuten. Ich weiß nicht so. Erhöhen Sie Größe und Dauer der Giftwolke. Okay, das ist das mit dem Feuerpfeil. Fallen. Ja, komm, mach mal das, oder? Haben wir, glaube ich, eh jetzt nur noch eine Granate. Ach, was? Ich kann hier auch reisen? Das wäre ja ganz super. Sieht so aus, ja? Das ist ja ganz toll. Nice. Ich dachte, das geht von hier gar nicht. Das erspart einiges an Zeit. Ich dachte, ich muss jetzt erst wieder ganz raus. Nice. Damit haben wir uns jetzt einige Zeit gespart. Ich dachte, man kann von den Höhlen nicht reisen, die schnelle Reise aktivieren. Habe ich mich anscheinend getäuscht. Aber es geht nicht bei allen Basislagern, glaube ich. Es gibt welche, bei denen es nicht möglich ist. Ihr könnt mich natürlich auch gerne berichtigen, wenn es doch anders sein sollte. Und es geht wirklich bei jedem. Hm. Ich hoffe, ich habe mich jetzt zum richtigen Lager. Nee, oder? Da bin ich zum Falschen, oder? War es richtig oder falsch? Ich muss hier hin, ne? Oder komme ich hier auch... Was muss ich denn machen eigentlich? Schleichen oder kämpfen sie sich durch das besetzte Dorf? Ne, normalerweise müsste es passen. Ich muss halt hier bloß wieder zurückkommen. Wenn sie sich da festhält. Aber sie will nicht. Ah.
Wenn, dann muss ich hier hochkommen. Achso, hier geht's hoch, oder? Ja, okay. Nee. Hey, wie komme ich denn hier hoch? Oder komme ich hier doch nicht mehr zurück? Ich weiß es eben nicht. Gehen wir nochmal da hoch. Da hinten ist mein Ziel. Aber hier komme ich nicht durch, ne? Nee. Ich glaube, dann bin ich hier doch falsch. Okay, dann reise ich einfach schnell zu dem anderen Lager. Auch kein Problem. So. So. Jetzt haben wir hier zwar wieder ein wenig Fußmarsch vor uns, aber hilft ja nichts. Aber ich glaube, das geht relativ schnell. Das täuscht jetzt diese Entfernung. Nice. Okay. Und hier runter, ne? Genau. Ja, wir sind eh schon gleich da. Und wie das täuscht. Jetzt sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Ich wechsle gleich mal zum Sturmgewehr. Weil ich glaube... Okay, vergiss das Sturmgewehr. Okay, ich kann hier nicht schießen. Das ist ein Problem. Aber ich kann diesen Assi hier killen. Nice gemacht. Aber ja, die sind erledigt. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen, den hätte ich ausliefern können. Bei dem Bonus... Ja, einer hat sich ergeben und die Firmentypen haben zugesehen. Musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Da hinten haben wir... Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Was Explosives. Wird aber jemand Spaß haben. Das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer zu finden. Achtung, Angriff! Wir werden angegriffen! Tja, das war's mit euch. Oh, da hinten steht noch einer. Oh, shit. Oh, shit, Mann. Oh, nicer Header. Das war aus einer richtig weiten Entfernung auch noch. Okay, war nicht schlecht. Den habe ich gar nicht gesehen, dass da hinten noch einer steht. Aber ich habe jetzt keine bessere Möglichkeit gesehen, als hier diesen Kanister abzuballern. Molotow wäre zwar besser gewesen. Boah, der verbrennt jetzt hier auch noch. So, erstmal alle plündern hier. Was haben wir hier? Bringt das was? Nee, 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 es bringt nichts, alles klar. Kann ich auch nicht rein. Mir mit. Muni. Ich kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Dem kann ich nur zustimmen. Dem kann ich wirklich nur zustimmen. Sind absolut wahnsinnig. So, wo war der Molot? Ah, hier war die Flasche, die würde ich gerne mitnehmen. Einfach nur für alle Fälle. Ah, nee, man kann sie nicht mitnehmen, okay.
können hier weitermachen. Wir werden ein Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles gut. Oh Gott, sind hier viele. Verstanden. What the fuck? Ich würde den gern lautlos killen. Sind die anderen weg? Die können auch nichts mitbekommen. Guck mal hier, was wir hier haben. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Oh, shit. Das waren sie gerade so perfekt zusammen. Dass die von da hinten wieder kommen, nee. Ich warte noch, bis der andere kommt und dann werfe ich. Bis der von da oben wieder zurückkommt. Komm her, komm her. Fuck, Mann! Du Drecksau! Stirb! Wo sind die Nächsten? Wo sind die Nächsten? Ich wusste mir jetzt nicht anders helfen, ich wollte... Okay, sind alle down, glaube ich. Ich wollte da weggehen und den Molotow werfen, aber sie ist nicht da runtergegangen. Da habe ich keinen anderen Weg mehr gesehen, das so zu lösen. Aber naja, es ist ja eigentlich ganz gut gegangen. Von dem her kann ich mir zufrieden sein. Natürlich hätte man es noch deutlich besser machen können. Aber ich bin mit der Ausgangssituation recht zufrieden. Wir haben wenig Schaden genommen. Die Gegner sind alle down. Hier muss ich hin, oder? Als Nächstes. Genau. Dann gucke ich mich aber erstmal hier nochmal genauer um. Hier haben wir zum Beispiel Bergungsgut. Wo sind denn die ganzen, wo wir gekillt haben? Hier liegt einer. Hier. Da habe ich gerade Münzen gesehen. Auch ganz wichtig. Hier ist noch einer. So, dann würde ich gerne noch hier hochschauen. Den habe ich gar nicht gesehen, den da oben. Kann ich auch hier rüber? Müsste gehen, ne? Ja. Aber hier ist nichts. Ah, da hinten ist noch was ganz Wichtiges. Boah, Alter. So, was haben wir denn hier? Schwere Pistole. 3 von 4 schon. Okay. Das hätten wir also fast schon geschafft. Bin ich denn jetzt hier? Oh, habe ich hier noch ein Dokument übersehen? Oh ja. Gut, dass wir eine Karte haben. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden.
Mann. So, nochmal Bergungsgut. Ja, vielleicht hier drin auch noch was. Wow. Alter. Das ist ja die reinste Todeshütte hier. Haben wir noch was übersehen? Nein, ich glaube es soweit nicht. Alles klar. Oder? Hier hinten noch irgendwas? Oh, was haben wir denn hier? Und schon habe ich noch was entdeckt. Bin ich da einfach vorbeigelaufen? Okay. Hier war ich auch noch nicht, ne? Nee, hier war ich auch noch nicht. Jetzt kommt eine echte Prüfung, Kinder. Das Tal hat ein Gleichgewicht. Verschiebt sich eine Seite, wirkt sie auf alles andere. Durch das Feuer vor zwei Ernten sind viele Beeren gewachsen. Das führte zu mehr Wild und jetzt haben wir zu viele verdammte Wölfe. Man kann sie nicht essen, aber um das Tal im Gleichgewicht zu halten, jagen wir heute Nacht Wölfe. Sie kommen im Dunkeln heraus und durchstreifen das Tal, aber wir werden ihre Höhlen und andere unterirdische Schlafplätze suchen. Bleibt dicht beieinander. Wenn ihr Wölfe jagt, jagen die Wölfe ebenso wahrscheinlich auch euch. So ist es. Okay. Dann können wir aber jetzt weitergehen. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Dann geht es jetzt hier weiter. Hier haben wir noch was. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Oh Mann. So, hier oben haben wir nichts mehr. Alles klar. Was ist jetzt wieder? Komm, Lara. Oh mein Gott. Gut, dass hier eine Menge Fässer stehen. Was hat er denn gesagt? Hey, das es ist nicht seine sind aber echt aber jetzt schon so viele. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Okay, wir haben auch Flaschen zur Verfügung. Wir müssen auf jeden Fall mit den Fässern hier arbeiten. Ich hätte sogar vor... Moment, sieht er mich? Nein, dahinter zu gehen. Auf jeden Fall mit dem Bogen arbeiten. Achtung. Achtung, der kommt näher. Ich muss warten. Warten, warten. Ich muss halt immer den richtigen Moment am besten abpassen. Stehen denn die meisten? Wenn der zu dem Fass dahin geht, dann baller ich das ab. Dann müssen schon mal drei sterben. Und sie dürften mich nicht sehen. Dann baller ich das da oben ab, wo der eine steht.
Da hinten sehe ich auch noch einen, da links oben. Ah, jetzt sieht mich der eine wieder. Wenn ich schnell bin. Jetzt da. Wir haben Feindkontakt. Halte diese Scheiße. Position. Nein, keiner ist gestorben. Scheiße. Boah, sind das viele. Überprüfe das Gebüsch. Jetzt haben wir ein Problem. Fuck. Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Scheiße, verdammte Mann. Wieso hat ihr das denn dagegen geworfen? Ich will das Fass da hinten treffen. Bist du? Fuck, ich hab mich getroffen. Pistol. Achtung. Was willst du, Mann? Okay, du willst richtig eine aufs Maul. Was kannst du haben? Wo ist der nächste? Ach, hier. Ich denke, das machen wir mit dem Bogen. Ah, verdammt. Ich überlege auch gerade, ob wir die Giftpfeile nutzen sollten. Was ist denn das hier? Ah, okay. Ja, wirf nur. Komm, es ist nur noch ein Assi. Fuck dich gleich ab. Oh fuck. Fuck. Geh in Position. Unter Beschuss. Bin blank. Lade nach. Gleich hier. Ich glaube, das war nicht schlecht. Denn das machen wir so fertig. Es sind noch zwei. Achtung. Zurück. Lebt immer noch, stirb! Boah, ey! Holy shit! Boah, ich dachte am Anfang, jetzt sind wir tot, weil wir haben das so scheiße gemacht. Ich dachte, da gehen drei drauf, wenn ich auf dieses Fass baller. Boah, aber irgendwie habe ich es dann doch noch gerade gebogen. Meine Fresse! Aber das war schon jetzt knapp. Wir waren echt in der Bredouille. Puh. So, wir sind erstmal alle plündern. Krass, krass, krass. Ist hier keiner mehr? Wo sind denn die ganzen? Das waren noch viel mehr. Ah, hier liegt noch einer. So, aber ich glaube, das war's denn jetzt auch. Habe ich schon. Vielleicht befindet sich dahinter unten noch ein Secret. Nein? Hier hinten vielleicht. Guck mal auf die Karte. Nein. Hier würde sich ein Überlebens- bzw. Münzversteck anbieten. Aber hier scheint nichts zu sein. Alles klar.
Aber da hinten befindet sich noch ein Überlebensversteck, glaube ich. Das, wo ich übersehen habe. Ein Münzversteck, meine ich. Oder? Ist es hier? Das nehmen wir noch. Oder ist es da unten? Ja, hier ist es. Okay. So. Granatenpfeile haben wir auch wieder. Dann gehen wir hier noch plündern. Pfeile, denke ich, brauchen wir auch. Aber ich hasse es, wenn sie das immer nimmt. Und du kannst nicht zu einer Waffe wechseln, du musst es erst wegwerfen. Was ist denn das? Oh, da hinten habe ich ein Dokument gesehen. Das ist wahrscheinlich da hoch, ne? Okay. Hier kann ich auch hoch. Gut, Leute, aber dann würde ich sagen, war es erstmal für diesen Part. Im nächsten Part geht es hier weiter. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.